Grüß dich, schön dich zu sehen. Wir machen heute wieder mal einen Zuschauerwunsch. Jemand hat mich angeschrieben und hat gesagt, oh, deine Lasagne aus Bolognese ist ja so super. Guido, kannst du das auch mit Gemüse machen? Kein Problem. Wir machen heute zusammen eine Gemüselasagne. Heute Morgen in der Früh habe ich schon mal den Teig gemacht für die Lasagneblätter. Ich habe Weißmehl genommen, Typ 405, eine Mulde gemacht, ein bisschen Salz hineingegeben, ein bisschen Olivenöl und dann wird jetzt Flüssigkeit kommen. Entweder nimmst du nur Wasser oder ein Hühnerei oder wie ich habe hier Spinat, und zwar Rahmspinat. Den habe ich aufgetaucht und den gebe ich jetzt nun hinein. Alles ein bisschen mischen mit der Gabel, dann mit einem Teigkorn. Und dann merkst du irgendwann, das ist mir noch ein bisschen zu trocken, dann kannst du noch Wasser nachgeben. Dann mit der Hand verkneten und wenn alles gut verknetet ist, machst du einen Ballen daraus, eine Klarsichtfolie einpacken und mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Dann nimmst du einen Teig, der schön ausgekühlt ist und ein bisschen entspannt hat und dann rollst du ihn richtig schön dünn aus. Schön hauchdünn ausgerollt. Nehme ich kurz schnell meine Grattaform, siehst du, ich mache den Teig ungefähr so groß wie diese Grattaform und schneide hier einfach die Blätter. So einfach machst du dir schnell deine Lasagneblätter und zwar genau in der Größe, die du sie brauchst. Und dann nimmst du dein Gemüse, wäschst es, schälst es, rüsten wie hier zum Beispiel Karotten. Dann habe ich eine Zucchetti, die Spitzen abschneiden. Peperoni oder Paprika. Dann habe ich noch weiße und braune Champignons, die gehe ich gleich waschen und dann auch schneiden. Das ist das Gemüse, das ich kochen werde, inklusive noch Tomate, also Pelatis. Hier habe ich noch Brokkoli und Blumenkohl. Die werde ich separat nur im heißen Wasser kochen, weil wenn ich sie mit dem ganzen Gemüse nachher kochen werde, werden sie pappig und das sieht dann ja einfach nicht schön aus. Champignons einfach grob schneiden. Also Brokkoli und Blumenkohl habe ich einfach ein bisschen gerüstet, so. Kleine Rosetten genommen, gell, so. Die koche ich noch in dem Wasser. Welches Gemüse, das du nehmen sollst, das entscheidest du. Was magst du? Hast du nicht gern Brokkoli, dann lässt du ihn weg. Hast du nicht gern Champignons, dann lässt du es auch weg. Zum Beispiel Aubergine passt auch noch. Einfach, du musst nehmen, was du gerne hast. Was ist Saison und was du in deinem Geschäft findest, gell? Karotten habe ich halbiert und in Scheiben geschnitten. Aus der Zucchetti so Rädchen und Peperoni, Paprika habe ich einfach so einen kleinen Streifen gemacht. Zwiebeln und Knoblauch habe ich noch vorbereitet. Dann nimmst du eine Bratpfanne, gibst Olivenöl in diese Bratpfanne hinein. Das Olivenöl hier in der Bratpfanne erhitzt du dann. Dann gebe ich die Zwiebeln und den Knoblauch hier rein. Leicht andünsten. Gleich die Karotten dazugeben. Die kannst du hier mit dem Olivenöl und den Zwiebeln andünsten. Gut 2-3 Minuten später, leicht angedünstet, über die Zucchetti hinein und auch gleich die Peperoni, Schrägstrich Paprika. Wieder gut mischen. Eventuell braucht es noch mal so ein bisschen Olivenöl, wenn es ein bisschen zu trocken hier drin ist. Gut 10 Minuten später, das Gemüse ist gut angedünstet. Ich schaue, dass es einfach nicht so weich wird, dass es pappig wird. Ich muss einfach noch denken nach einem Backofen mit der Lasagne. Da gart es natürlich auch noch ein bisschen nach. Nun gebe ich eine Büchse Pelati noch dazu. Diese Büchse gut mit Wasser auswaschen. Das geben wir auch hinein. Pelati ist ein bisschen zu drücken hier gleich. Mit der Kelle runtermischen, Temperatur ein bisschen runter, denn jetzt soll es noch ganz leicht köcheln. Abwürzen mit Salz, Pfeffer, Oregano nehme ich noch und ein wenig Basilikum. Hier hinten habe ich einen Topf bereit mit Wasser. Und hier drin ist der Blumenkohl und Brokkoli schon drin. Das lasse ich jetzt leicht köcheln. Und hier gebe ich noch die Champignons zum Gemüse. Das ziehe ich auch darunter.
eigentlich sind wir hier jetzt an einen Punkt gekommen, wo ich sagen könnte, hey, Abbruch, fertig. Es ist eine herrliche Gemüsepfanne, mehr braucht es nicht. Aber nein, nein, wir machen eine Lasagne. Die Bratpfanne stelle ich nach hinten, nehme einen neuen Topf, ein bisschen Butter hier hineingeben, diese auch erhitzen oder flüssig machen. Wir machen nun die Bechamel. Ist deine Butter aufgelöst, nimmst du Weißmehl oder Typ 405 und davon geben wir ungefähr 2 Suppenlöffel hinein. Gleich darunter ziehen. Hast du das Mehl unter die Butter gezogen, nimmst du Milch oder Sahne, was du lieber hast. Ich nehme einfach Milch, ist ein bisschen günstiger und hat weniger Fett. Auch gut darunter ziehen, ein bisschen würzen mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss. Ganz leicht köcheln und wenn du jetzt das Gefühl hast, wow, das wird richtig dick wie ein Brei, gibst halt Milch nach. Und wenn du das Gefühl hast, die zieht ja überhaupt nichts an, dann ziehst du noch ein bisschen Mehl darunter. Brokkoli, den Blumenkohl in der Pfanne aufkochen, genauso weiter köcheln lassen das Gemüse und dann bauen wir zusammen. Alles ist bereit und nun schichten wir. Ich gebe mal hier in die Auflaufform ein bisschen von diesem Gemüse auf den Boden. Dann ein bisschen von der Bechamel darauf geben. Und nun kommt das erste Blatt, das wir selbst gemacht haben. Schau mal, eine herrliche Farbe. Nun wieder Gemüse. Jetzt gibt es ein bisschen von Brokkoli und Blumenkohl dazu. Wieder Bechamel. Wieder ein Blatt. Und letzte Schicht Lasagneblatt. Jetzt können wir gleich das restliche Gemüse geben. Blumenkohl, Brokkoli, nochmals Bechamel und nun gebe ich noch ein bisschen geriebenen Käse darüber, dass der mitschmelzen kann. Backen. Ich backe es jeweils bei 180 Grad Umluft in etwa 45 Minuten. Du hast gesehen, wir haben frische, weiche Lasagneblätter genommen. Nimmst du gekaufte, harte, da muss ungefähr 10 Minuten mehr rechnen. Vielleicht zwischendurch mal mit einem Messer und Gabel reinstechen. Und wenn du das Gefühl hast, es ist weich, es ist bissfest, dann reicht es, gell? Und hier kommt die fertige, heiße Gemüselasagne bereit zum Servieren. Gemüselasagne mit selbstgemachten Lasagnebrettern. Und wenn du keine Lust hast, zum die Lasagne machen, hörst einfach in der Mitte auf und du hast einen Gemüsetopf. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns. Ciao.